Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Dead Island. Natürlich weiter mit Snow und meiner Wenigkeit der Globürchen. Und wir machen jetzt hier weiter. Und ich will jemand mit der Bettpfanne hauen. Das ist jetzt der Plan. Haben wir geschafft. Ey, wie schnell ich zuhaue, ne? Ich werde mal eben zum Leuchtturm reisen. Ach ne, muss der mitkommen, ne? Ja klar. Nimm mich mit, Schnucki. Los. Ich gehe hin. Du gehst nirgendwo ohne mich hin, ja? Sonst werde ich ganz doll eifersüchtig. Gibt's dicke Questbelohnung irgendwie? Okay, ja, hier. All those people? Dead? Jesus Christ! Okay, hier. Woo! Militärmachete. Drei, Level 33, episch. Mitnehmen. Stay strong, Linda. Ich hab sie weggeschmissen. Nein, ich muss meine Bettpfanne wegwerfen. So, jetzt hab ich sie auch. Die behalte ich erstmal. Damit hau ich erstmal ein bisschen zu. Scharfe Waffe, ne? So deine ganzen Bonis nicht. Ja. Welche Boni? Ja, Chance auf K.O. oder erhöhten Schaden. Nein, ich will das ja. Ich kann die ja jetzt hier nirgendwo verkaufen. Ich nehme die aber mit, das meine ich damit. Weißt du, ich lasse die jetzt nicht da liegen. Die bringt ja Geld, ne? Das meine ich damit. Wir können hier was verkaufen. Ich brauche erstmal meinen Schraubenschlüssel wieder. Aber damit warte ich noch bis ich was Vernünftiges habe, um das da drauf zu machen. Ja, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte mich wirklich nicht beschweren, ja? Aber ich habe schon lange nichts mehr für mich bekommen. Episches. Findest du nicht auch? Für meine Klasse gab es schon lange nichts mehr. Ja, gut, wird auch wieder kommen. Ja, klar, es soll jetzt ja nicht Kritik sein oder so. Es ist einfach nur, ich möchte auch gern mal wieder sowas haben, weißt du? So. Vor allem hier. Platzbraucher. Oh, ich habe Rückenschmerzen. Es ist echt schlimm heute. Ich sitze irgendwie so krüppelig an meinem Schreibtisch. So, jetzt erstmal hier entspannt hinsetzen. So, wir können hier auch was verkaufen, ne? Wo? Ach, der hier hat auch noch was. I need food to tide me over until help gets. Stimmt, bei diesem Typen, da habe ich mal meine beste Waffe gekriegt. Verkaufen. Das Teil kann weg. Die Militärmachete kann weg. Der Forscherkammer, weiß ich nicht, Leute. Der ist es nicht so. Der Bringer, den mache ich mal weg. Das Teil ist ganz okay. Der kann auch weg. Ja, die Sachen behalten wir. Jetzt würde ich hier mal wieder vernünftig mein Inventar machen. Also wir haben jetzt hier, das Teil haben wir noch nicht in der Hand. So. Und dann können wir noch die Dio-Bomben haben wir auch. Alles klar. Und jetzt können wir hier den Schraubenschlüssel wieder in der Hand nehmen. So, und jetzt können wir weitermachen, Snow. In die Fresse. In die Fresse. So, Ladedschungel. Was ich cool finde mit den Schnellreisen. Finde ich echt schon nice. So, dann machen wir jetzt Quest. Sorgeverbände. Okay. So,
Verbände machen wir. Hier ist auch nichts. Schlüssel zum Medikamentenschrank. Hier ist noch ein Kraft. Ich hab die Verbände. Aufnahmegerät. Weiter können wir. Grauenvoll, was hier mit der Menschheit passiert. Grauenvoll, meine Damen und meine Herren. Stellen Sie sich vor, morgen früh stehen Sie auf und Ihr Nachbar im Bett ist ein Zombie. Wissen Sie, wie schnell Sie wieder zu einem Bettnässer werden? Thank you. Oh, this will do, Chucks. Here. It's the least I can do. Handball, crap. Ja, einfach mitnehmen. Können wir nochmal mit der Alten reden? There are some local healing herbs we can use to tend to the wounded. Heilkräuter. Would you be willing to locate some for me? Also eine wiederholbare Quest. Nee. Sammelt Kräuter und bringt sie zu Laura. This is good karma for you. You'll find these healing herbs growing in the swamps near the village. It's called Gatu Cola. Ah ja, ist gut. Hör auf zu quasseln. Alles klar, können wir. Ich habe immer noch nicht mit meinem Schraubenschlüssel zugehauen. Jetzt gucke ich mal, was wir jetzt als nächstes machen. Die nächsten Quests, die sind alle so weit weg. Na gut. Müssen wir halt ein bisschen laufen, ne? Wird wohl dazugehören. Ja, ein bisschen laufen ist gut. Weil wir könnten hier... Dann lass mal die Hauptquest machen. Dann kriegen wir hier... Dann machen die so ein Tor auf und dann können wir mit dem Auto hier rumfahren. Okay. Jetzt hast du gespoilert. Oh. Wieso leuchtet dein Schwert? Du hast auch nur eine Batterie da dran. Mein Stab leuchtet auch nicht. Weil das die rot glühende Klinge ist oder so. Ich habe auch glühende Klinge. Da ist mehr als nur eine Batterie dran. Da ist eine ganze, ist eine LP4000 Batterie und noch zwei große Batterien. Achso. Zeigt der denn lang? Hier zeigt er irgendwie lang. Ich habe keine Quest auf. Zeigt er wieder in die andere Richtung? Will er mich verarschen? Warte, ich mach die auch mal auf. Zeigt er wieder in die andere Richtung? Boah. Einfach weiterlaufen, 180 Meter hier lang. Schon richtig. Oh, jetzt gib mir einen Zombie, ich will mit dem Ding zuhauen. So, lass mich. Alter Vater. Alter Schwede, der war nicht schlecht. Das ist mal ein Schraubenschlüssel. Ja. Oh. Hinter der Ecke vergammelt hier. Hinter dir! Ich stehe hier oben drauf und gucke. Ja, er brennt. Schrei, Mistvieh. Oh, ich habe hier oben eine Kiste. Da brauche ich dich für Dietrich Stufe 1. Oh. Ach du Scheiße. Ich nehme mal gerade. Wo ist die Kiste? Ach da. Ich nehme mal gerade hier ein paar Dio-Bomben. Oh ne, da ist noch eine Waffe für mich drin. Tödliche Machete. Jetzt habe ich drei epische Macheten. Lol. Ja, keine Ahnung, brauche ich alles gar nicht.
Viel zu viel des Guten. Ich räume mir gerade auf. Oder sollte ich das vielleicht auch mal skillen? Vielleicht kriegt man das. Kriegen die Leute, die das aufmachen, eher die. Nee, da waren doch auch schon Dickwaffen für dich drin. Stimmt, stimmt, hast recht. War da nicht sogar der Schraubenschlüssel drin in so einer Kiste? Das weiß ich gar nicht. Also da will ich mich jetzt auch nicht. Ja, ich habe hier schon aufgeräumt. Alles mit den Deo-Bomben. Ich glaube, der Schraubenschlüssel war auch in so einer Kiste drin. Ich glaube. Ja, dann lass mal runterjumpen. Hier vorne liegt irgendwas. Achso, nur. Wasserleiche! Guck mal, der kann gar nicht. Alter. Also Stromschlag ist schon lustig. Ist ja, nur, und das ist nicht dieser, der dir Schaden verursacht, ne? Ja. Der gute Stunden. Das ist der, der die wegschleudert. Oh, Video. Ach du Scheiße. Okay, verpass ihm einen Stromschlag. Der hat doch gar keine Hände. Der nimmt seine Knochen als Waffe. Jo. Alter, ist das krank. Komm her, Junge! Ich laufe auf dich zu und... Boom, Junge! Und jetzt, Junge, ich bin Ober... Chaco, man! Voll weggekrittet. Wer ist der King? Wer ist der King? Sag es! Oh, wir haben eine Kiste. Alkohol. Oh, jetzt nimmt er den Alkohol wieder in der Hand. Schraubenschlüssel wieder weg. Inventar nehmen. Das ist das Einzige, was nervt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Rest ist alles voll geil und macht Spaß, weil du hast gerade 4000 Schaden gemacht. Ducken. 4000 ist ein bisschen wenig, ich bin noch auf den Kopf gesprungen. Okay, ich habe nur eine 4 vorne gesehen. Wieder eine Waffe für mich. Alter, jetzt aber mal Schluss hier. Ich will jetzt eine Keule haben, die episch ist. Nur eine Keule. Keine Axt, sondern so eine Keule. Weg mit dir. Stinkst nach Maggi. Aber wie schnell der Snow läuft, Leute. Das ist echt krank. Komm ja nicht hinterher. Jetzt habe ich schon wieder fast keine. Oh, da sind wieder richtige. Pass mal auf, mal gucken, ob wir uns da anschleichen können. Nicht rennen. Hey, jetzt weg! Er ist verschwunden! Hey, someone's there. Where's those motherfuckers? Der ist bei mir verschwunden! Er ist hier hinterm Hügel. Oh, da sind noch mehr Leute. Oh, eine Schrot! Oh, scheiße, ich stelle dich. Halt dich, McFly. Brauch eine andere Waffe. Nachladen. Ich hab nur noch 4 Schuss. Down. Der eine. Ich hab keine Munition mehr. Komm zu mir hier. Hier sind überall welche. Da, wo ich die Leute abschieße, genau. Ja, ich bin gerade über welche drüber gelaufen. Das okay, hört jetzt sich kommen, nicht. Jetzt kommen auch Zombies. Nein, wo ist meine... Ich wollte gerade sagen, Leute, ich habe gerade schon wieder Panik gehabt, dass mein Schraubenschlüssel weg ist. Ja, hier Waffenkiste. In den Wagen laden. Hier hinten war, glaube ich, auch noch einer. Warte da, ich hol die. Kannst schon mal einsteigen oder so. Ja.
Wie viel brauchen wir denn? Oh, warte, hier ist noch ein Zombie. Bye. Scheiße, die Windschutzscheibe ist kaputt. War gut. Passiert das nicht während der Fahrt? Ja. Hier vorne ist auch eine Waffenkiste anscheinend. Ach, du kommst schon. Ja, dichter konnte ich dir nicht entgegenkommen. Ja, ich sitze hinten drin. Ich kenne die Strecke hier gar nicht. Noch ein bisschen vorsichtiger fahren. Jetzt hier Vollgas rüber. Geh nochmal aufs Klo, ne? Jo. Alter, Leute. Come on, boah. Alter, wie die auf uns ballern. Die sind ja wohl voll benagelt, die Leute. Gas, komm. Gas, Gas, Gas. Okay. Haben wir geschafft und wir sagen damit vielen Dank fürs Einschalten bei Dead Island und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn der Snow wieder da ist. Bis dann, euer Gabur. Ciao, Leute.